Hallo meine Freunde, mein Name ist Tomageddon und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir ja bereits angefangen, die lilanen Münzen zu suchen und mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass ich zu dem schwarzen Luma hier gehen soll, um zu sehen, wo sich diese komischen Kometen befinden mit den lilanen Münzen, aber ich sehe gerade irgendwie gar nichts. Challenge Blase, kann man da hin? Das haben wir schon gemacht. Ach so, okay. Na dann, wir gucken uns mal genauer an. Im Badezimmer ist wieder lilane Münzen. Überall sind immer diese lilanen Münzen. Wie viele wohl hier sind, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir im letzten Part bereits gemerkt, das kann ganz schön schwer werden, alle zu holen. Vor allem, da man in einigen Leveln mit lilanen Münzen Zeitbegrenzung hat. Und dann kommt auch noch dazu, dass man die suchen muss, eventuell. Ich weiß es nicht, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich bin gespannt, wie es heute aussehen wird. Auf jeden Fall nehme ich das Ganze gerade am Sonntagmorgen auf. In Super Mario Galaxy sage ich immer, wann ich es aufnehme, so aus der Gewohnheit schon. Ich habe mir einfach gedacht, komm, wir machen heute eine längere Aufnahmesession, da ich ein paar Parts für die Woche brauche, wobei ich Ferien habe und die Folgen eigentlich immer so relativ kurzfristig aufnehmen kann. Aber trotzdem mag ich es, wenn ich vorproduziere. Die lila Münzen der Riesenfestung. Überall gibt es hier lila Münzen. Deswegen, ich habe mich ja damals immer gefragt, Thomas, warum sind diese Galaxien niemals komplett? Jetzt weiß ich warum, weil die lilanen Münzen noch dazukommen. Heieiei. Jetzt wissen wir wenigstens das Geheimnis. So, die lilanen Münzen der Riesenfestung. Hier wird es, glaube ich, ein bisschen schwerer, da die Plattform sich ja bewegt. Und wir irgendwie mit dem Winkel hier aufpassen müssen. Aber ich glaube, wir dürften eigentlich genug Zeit haben, um alle lilanen Münzen zu sammeln. Hier muss man schon langsam springen. Oh Gott, wenn ich jetzt schon sterben würde, das wäre extrem. Gott, jetzt habe ich einen übersehen. Jetzt kann ich das Level schon neu starten. Verdammt. Naja, zweiter Versuch. Eventuell wird es jetzt klappen. Ja, was mir hier so ein bisschen Sorgen macht, ist halt diese 3D-Grafik. In 2D Jump'n'Runs ist das kein Problem. Da wird man ja jede Münze mitnehmen. Aber hier muss man genau zielen und genau aufpassen, wo genau die lila Münzen sind. Vor allem dürfen wir uns gleich nicht so viel Zeit lassen bei der lilanen Münze, die ein bisschen weiter oben ist. So, Sprung. Und Sprung. So, jetzt aufpassen, alle mitnehmen. Schön. Ja. Die erste Hürde haben wir somit eigentlich schon einigermaßen geschafft. Jetzt kommt die zweite Hürde, in dem hier wieder so ein Kreis ist. Aber auch das natürlich kein Problem für den Master of Super Mario Galaxy. Hust, hust. Ironie, hust. Nein, 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 kriegt die Münze. Oh, eieiei. Oh, wenn man hier wenigstens zurück könnte mit der Plattform, wäre alles okay, aber kann man ja natürlich nicht. Ja gut, man muss auch sagen, man muss die Schwierigkeit hier ein bisschen reinbringen mit den lila Münzen. Sogar unten lang geht's jetzt. Kopf über. Ja gut, wir würden sonst getroffen werden von diesen komischen elektronischen Dingern, aber trotzdem ist das ein bisschen fies. So, jetzt doch schnell nach oben. Wie viele denn noch? So viele. Oh Gott. Ja, eigentlich viele sind es nicht mehr. Wir haben zwei Drittel. Als ob. Ah. Oh, nein, nein, please not. Don't do that to me. Oh, nein, nein. Man kann nicht rein, zufällig nochmal zurück. Ja, komm, der Sprung ist mega gemein. Ach, Mann. Ich hab's geschafft. Ja, wir. Mario, geh rüber schnell, dankeschön. Oh, Gott. Komm schon. Wir schaffen das. Irgendwie. Es muss doch machbar sein. Gleich kommt wieder ein gemeiner Sprung. Aber selbst das sollte, glaube ich, kein Problem sein, oder? Oh, ho, ho, ho. Ja. Nice. Okay, das war schon schwieriger. Das muss man aber allerdings auch zugeben, ne? Schnell rüber, damit wir hier einen Stern bekommen. Die spreche ich auch nochmal an. Hi. Gut gemacht. Du hast bis zum Ende. Ja, dankeschön. Oh. Also ich glaube, die letzten Folgen hier in Super Mario Galaxy werden mich noch um einiges altern lassen. Ja, nächste Galaxie komplett, würde ich jetzt mal sagen, ne? Eieieiei. Ja, vor allem der Sprung am Ende, da musste man schon Z drücken und dann A. Und das im richtigen Timing. 102, yay, Galaxie komplett. Die nächste. Leider haben wir kaum Sternteile rausgeholt, aber ich glaube, das ist ja nicht allzu schlimm. Von einem Eingumeluma muss ja noch gefüttert werden. Ja, dann, wir gehen mal am besten wieder weiter, um die anderen lilanen Münzen irgendwie zu holen. Also von daher, los geht's. Im Übrigen habe ich vorhin eine sehr witzige Nachricht auf meinem Handy bekommen. Ich glaube, die meisten haben auf dem Handy ja einen Wetterbericht. Da wurde mir auf jeden Fall so im Anzeigemenü gesagt, heute von 17 bis 21 Uhr kann es starken Regen geben. Vielleicht triffst du ja eine nette Person. Also ich soll im starken Regen eine nette Person treffen, weil alle netten Personen im starken Regen draußen sind, nicht wahr? Warum sind jetzt gar keine lilanen Münzen mehr da?
Okay, jetzt müssen wir schauen, wo noch versteckte Sterne waren, damit wir die schon mal holen können. Ich meine, oben in der Küche war eventuell irgendwo ein versteckter Stern, oder? Den wir nicht geholt haben. Ich glaube, bei der komischen Geistergalaxie oder so. Wir werden es auf jeden Fall jetzt sehen. Ja. Mario, bisschen schneller. Du hast Hunger, deswegen gehen wir auch zusammen in die Küche. Let's eat. Das wäre mal ein geiles Format. Das hat ja Gronkh und Sarraza als Beispiel schon mal gemacht. Die essen und filmen sich dabei. Wie genial ist das denn? Okay, haben wir? Da fehlt noch was. Da haben wir alles. Hier ist noch... Ah, der versteckte Stern. Okay, mir wurde damals in die Kommentare geschrieben. Ich glaube, das war vom lieben Tobias, wo sich genau der Stern dort befinden mag. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo der sich befindet. Deswegen würde ich sagen, im Notfall, wenn ich ihn nicht finden sollte, werde ich einfach mal irgendwie was überspringen. Ah, genau, genau. Bei mir klingelt es. Irgendwas sollte ich zerstören. Irgendein Stein oder sowas. Und dann ist dort ein Sternring freigeschaltet worden. Irgendwie sowas in der Art war das noch. Ich glaube, das war beim 14. Part oder so, wo es in die Kommentare geschrieben wurde. Wenn meine Erinnerung mich momentan nicht betrügt. Naja, wir gehen am besten mal zum Wettläufer und schauen mal. Oder hier eventuell irgendwo ein Versteck? Ich glaube nicht. Mario, bitte. Geh zum Sternring. Zum Sternring. Dankeschön. Naja, rüber geht's. Ah, hier. Och Gott, als wenn ich so blind war. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, da ist ja ein Stern drinne. Cool, hol ich mir. Sterni, komm zu mir. Dankeschön. Aber wozu haben wir den Stern? Um jetzt den Stein zu zerstören? Glaube ich irgendwie nicht. Von dem können wir ja mit einem Drehsprung zerstören. Naja, wenigstens wissen wir jetzt, wo es lang geht. Yay. Mit einem Stern zu fliegen hat echt Style. Oh. Wow, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ach, das ist wieder so eine komische Plattform. Ah, das hatten wir auch schon mal mit diesem komischen Bung, Bung, nein, Spring, Spring. Ach Gott, wie ist das Ding? Mit diesem komischen Spring, Spring, Pilz! Nein! Mal schauen, wo das Spiel jetzt gespeichert hat. Ich hoffe hier. Ja, tatsächlich schön. Na, jetzt wissen wir wenigstens, wie wir laufen müssen. Nicht direkt rüberspringen hätte Vorteile, um den Schlüssel zu holen. Oder wir machen den hier. So, Tür schon mal offen. Wir gehen direkt mal rüber. Natürlich könnte man jetzt noch den Fragezeichenblock holen, aber ich glaube, das ist relativ unnötig. Warte mal, wir mussten die Münze aktivieren. Für was, wenn ich fragen darf? Beobachte den Buhu, Mario. Oh, hier ist eine Treppe. Cool. Oh, aber trotzdem sollte man aufpassen, dass man hier nicht unnötig runterfällt. Kann, glaube ich, schnell passieren. Ja, okay, wir sollten weitergehen. Ich will nicht wegen dem Fragezeichenblock sterben. Ja, man merkt. Wobei, hier ist eigentlich die Schwierigkeit vollkommen in Ordnung, finde ich. Man sollte nur die Ruhe bewahren und ein bisschen aufpassen, dann geht das vollkommen fit. Und wieder weiter, nachdem wir uns ein paar Sternteile gesnaggelt haben. Ist das hier ein versteckter Weg gewesen, oder war... Oh, eine Münze, cool. Können wir jetzt direkt rüberspringen? Ja, tatsächlich. Naja, die Abkürzung nutze ich mal. Ich höre einen Stern. Hört ihr das? Hä? Ach, da oben ist noch ein Schlüssel. Ach so. Ah ja, ja, hier muss man jetzt aber aufpassen. Rüber springen! Ja. Die Zeitbegrenzung ist hier nicht besonders hoch. Okay, wir müssen... Ah, ich glaube, da oben ist bestimmt irgendwo gleich ein Stern. Allerdings müssen wir jetzt warten, bis die Plattform irgendwie auftaucht. Hä? Ist da eine Decke? Lil, ja. Oh Gott, wo geht's jetzt lang? Alle Türen gehen auf, sogar ein Up bekommen wir, cool. Das Spiel ist gerade in Spendierlaune. Ah, da oben ist der Stern drin. Ach so, Mario, bitte, tu mir das jetzt nicht an. Dankeschön. Hol den Schlüssel. Wo ist der Stern, wo ist der Stern? Hier ist der Stern, hier ist der Stern, hier ist der Stern. Schön. Oh, ja, da hatte man schon eine kleine Zeitbegrenzung, eine kleine große Zeitbegrenzung, eine extrem große Zeitbegrenzung. Auf jeden Fall haben wir es dennoch ohne Probleme eigentlich geschafft, bis dass wir auf einmal gestorben sind. Aber das hat niemand gesehen. Das kann man ja rauscutten, ne? Ist ja kein Livestream hier. 103 Sterne. Fehlen ja nur noch 19 Stück oder 18. Eins von meinen auf jeden Fall. Ich glaube 18. 18? So um den Dreh? Weiß ich nicht. Wir werden es ja gleich auf der Plattform sehen. Wir müssen sowieso immer wieder zur Plattform laufen, um dort zu sehen, wo die Sterne sind. Mir wurde irgendwas mit einem schwarzen Luma in die Kommentare geschrieben, aber ich weiß nicht ganz genau, welcher schwarze Luma damit gemeint war. Ich glaube, mir wird es jetzt sowieso in die Kommentare geschrieben. Danke dafür im Übrigen. So, wir gehen mal... Oh, wir hätten direkt da bleiben können. Psst. Hat niemand gemerkt. Ja, egal. Wir gehen am besten mal dorthin. Wir haben ja sowieso Zeit. Ohne Ende sogar. Die Parts werden ab jetzt sowieso ein bisschen länger, glaube ich zumindest. Es kommt drauf an, wie weit wir in einem Part sind. Wenn wir zum Beispiel bei 17 Minuten sind und dann haben wir einen Stern beendet, dann machen wir noch einen Stern. Aber wenn man zum Beispiel bei 23 Minuten ist oder so... Lohnt es sich nicht mehr, so einen Stern zu holen? Okidoki. Ach, hier schon wieder.
Ja, die Phantomgalaxie will wieder Aufmerksamkeit bekommen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben Ewigkeiten in einer Phantomgalaxie gesessen. Ich komme mir gerade irgendwie wie ein Opa vor, der Geschichten aus seiner Jugend erzählt. Geschichten aus dem Paulanergarten. War so die Werbung, ich glaube schon. Die Ledermünzen im Schweberaum. Ja, ich denke mal, da gibt's keine Schwerkraft. Schwierigkeit. Jo. Haben wir Zeit ohne Ende oder haben wir auch hier eine Zeitbegrenzung? Das ist die große Frage. Mit Zeitbegrenzung wird's schwer, ohne wird's auf jeden Fall machbar sein. Yay! Ja, oh, als ob! How I do this? How should I do this? Ey, das ist doch... Wie? Das ist unmöglich. Shiri. Hä? Da kannst du nicht eine Münze übersehen. Ja, 2 Minuten wäre ja in Ordnung gewesen, aber... Eine? How? Das ist unmenschlich. Hallo? Vor allem ist es wieder immer schwieriger, wenn du 1-2 Münzen mal übersiehst. Ach so, hier sind mehr als 100 Münzen. Ach so, dann ist es ja machbar. Habe ich ja vorher umsonst Panik gemacht. Gott. Nein, nein. Nein, schaffe ich nicht. Oh. Ja, okay, habe ich noch genug Zeit, um in die Mitte zu kommen? Oh nein, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Das schaffe... Oh, oh, was? Das war so knapp. Ey, ich schaffe das einfach nicht. Das ist unmöglich. Ey, ich glaube, ich probiere das Level mal zu einem anderen Zeitpunkt, denn... Wenn ich 3 Sekunden länger hätte oder so vorhin... Na, 1 Sekunde hätte gereicht. 1 Sekunde, dann hätte ich es geschafft, aber nein... Das Level gibt mir keine Sekunde an. Wir gehen mal am besten nach Home und probieren mal da, ob man die ledernen Münzen dort irgendwie leichter holen kann. Wo man vielleicht 1 Sekunde mehr hat, die entscheidend ist. Ja, man kann echt nicht glauben, dass 1 Sekunde wirklich was ausgemacht hat, aber ihr habt ja gesehen, wie knapp das war. Oh Mann, ey. Naja, egal. Wir werden einfach mal weiterhin unser Bestes geben. Anflug auf Lila Komet. Sagt bloß, wir müssen jetzt in der reifen Ozeangalaxie nach ledernen Münzen suchen. Das kann lang werden. Vor allem der Ozean. Die Galaxie ist relativ groß. Im Gegensatz zu anderen Galaxien. Naja, egal. Kann man nichts machen. Die lila Mütze im reifen Ozean. Los geht's. Ich hoffe, wir haben hier keine Zeitbegrenzung. Wenn ja, dann habe ich echt ein Problem. Ein zeitliches Problem. Hahaha. Lustig, lustig. Tralalala. Bald ist die Knarre wieder da. Okay. Please, no time. Please, please, please. Please, no time. Please, please, please. Please, no time. Please, please, please. Ja, danke schön. Jetzt haben wir wenigstens Zeit ohne Ende, um alle lila Münzen zu holen. Na dann lassen wir uns auch mal Zeit. In der letzten Folge hatten wir ja bereits die eine Galaxie, wie hieß die nochmal? Wo auch so 1000 Bienen früher mal rumgeflogen sind, bevor wir dahin kamen. Dann sind die Bienen irgendwie sauer gewesen. Keine Ahnung, auf jeden Fall waren keine mehr da gestern. Da haben wir auch so Ewigkeiten gebraucht, um alle zu finden, weil das relativ schwer werden kann. Wolki, komm wieder zurück. Wolki, 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 Wolki. Nein, bleib da, bleib da, bleib da. Ich fühle mich verarscht. Ja, es kann auf jeden Fall länger dauern hier. Aber wenigstens ist hier noch eine Bienenblume, die wir uns direkt mal holen können. Oder Bienenpilz. Nicht Blume, wie ich immer sage. Okay, vorsichtig hochfliegen. Wir beobachten die Lage von dem Baum hier aus. Los, Kameraperspektive ändern, weil das sonst wenig Sinn hat. Flieg rüber, Mario. Und schön drauf. Okay. Jetzt lassen wir uns Zeit, indem wir schon die 5. lila Münze von 100 holen. Ist ja nur 1/20. Na? Ich meine, 1/20 kann extrem viel sein. Vor allem, wenn man hier Ewigkeiten braucht, um lila Münzen zu holen. Na dann, wir müssen immer vorsichtig sein. Der Bienenpilz hat hier hohe Priorität, wie wir sehen. Los, vorsichtig, Wolke, nach oben. Und jetzt ganz geschwind runterfliegen. Ich kann natürlich auch perfekt fliegen. Ja, schön. Nein, pfui. Hol erstmal die Münze, dann kannst du weitergehen, Mario. Dankeschön. Warum ist auf einmal Captain Toads Schiff hier? Ja, das Level hat sich vom Design ja auch wenig verändert. Viel mehr Wolken, wo Bienen Mario drauf kann. Und
Zum Beispiel das Schiff hier auch. Los, hol's ihr. Schön. Jetzt vorsichtig runter. Ah, da sind ja auch noch welche. Ist hier eigentlich noch die Kanone, wo man woanders hinfliegen kann? Beziehungsweise hingeschossen werden kann, eher gesagt. Ich glaube nicht. Wir springen hier mal dran. Die Kanone wurde, glaube ich, entfernt. Wir können da gar nicht ranspringen. Egal. Ich glaube, die Kanone wurde entfernt. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Wie soll ich die denn da holen? Flieg, Mario, flieg. Und... Sieg, habe ich gesagt, Mann. Ja, okay, Sieg habe ich nicht gesagt. Sieg habe ich erst später gesagt, egal. Wenigstens hier schon ein Pilz für mich, für den lieben Onkel Mario. Oder Dr. Mario, eher gesagt. Wobei wir gerade nicht Dr. Mario sind, sondern einfach nur Mario. Einfach nur Mario. Ganz langweilig. Vorsichtig hoch, vorsichtig. Ja, schön. Nein, nein, ich will nicht. Das Level fühlt sich so lang an. Vor allem, wir haben jetzt 3 Minuten verschwendet, nur um 25 Münzen zu holen. Wir haben jetzt ein Viertel. Ein Viertel. 3 Minuten und das dann, wenn man weiterrechnet, macht das 12 Minuten für ein Level. Ist extrem lang geworden. Gut, man muss sagen, das war damals ein Vollpreistitel, Super Mario Galaxy. Vorsichtig. Ja, oh, das war knapp. 60 Euro hat das Spiel damals gekostet. Heute kosten ja die meisten Vollpreistitel nur noch 40. Was ich auch befürworte. Ist auf jeden Fall günstiger und es lohnt sich mehr. Wobei ich gespannt bin, wie viel wohl die Spiele für die NX kosten werden. Da bin ich echt gespannt. Ich glaube, 40 Euro Vollpreistitel lag auch nur an dem Wii U-Erfolg. Wobei die ersten Spiele natürlich auch teurer waren. Wie zum Beispiel Super Smash Bros. Hat, glaube ich, am Anfang 50 Euro gekostet. Wenn ich mich irren sollte, bitte in die Kommentare schreiben. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr Bescheid. Wow, wie komme ich denn da ran? Oh, nein! Das Level wird lange dauern. Jetzt haben wir 35... Alter, da sind ja immer noch lila Münzen. Ja gut, ich glaube, ich spule das Ganze mal so ein bisschen vor. Oh Gott, nach 600 Milliarden Jahren ist es vollbracht. Alle 100 Münzen wurden somit erfolgreich eingesammelt. Yay! Ja, also wenn ich es weiterhin so machen soll, dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach mal so ein bisschen vorspule bei den lila Münzen, da das Gameplay-mäßig eigentlich total langweilig ist, schreib es gerne unten in die Kommentare rein. Und auch kommentiermäßig ist es relativ schwer. Du weißt halt nicht, was du kommentieren sollst. Du kannst die ganze Zeit sagen, hier ist die lila Münze. Okay. Und das war's dann auch schon, aber mehr kann man halt nicht dazu kommentieren. Deswegen, wenn ich es weiterhin irgendwie vorspulen soll, schreibt's gerne unten in die Kommentare rein. So, das wollte ich machen, dankeschön. Naja, wir werden jetzt einfach mal gemeinsam zum Stern gehen, der bald da sein sollte. Da hinten am Turm war er, ja. Und immer wieder aufs Wasser aufpassen. Eigenglück hat der Toad uns ja vorhin gesagt, dass es im Wasser keine lila Münzen gibt. Wenn es hier welche geben sollte, hätte man ja noch mehr Probleme. Immer wieder so ein Kostüm holen, so ein Mario-Kostüm, das wäre schon extrem nervig, nicht wahr? Jo, wieder alle Sternteile einsammeln und so langsam aber sicher ins Ziel fliehen. Oh, das war aber knapp. Oh nein, wir kommen ohne Kostüme nicht hoch, oder? Hier war aber eins, oder? Ja, tatsächlich, Gott sei Dank. Dankeschön. Naja, wir fliegen jetzt mal hoch.
Mario, vorsichtig, flieg und sieg, wie Sailor Moon sagen würde. Oh Gott, hier geht's nicht hoch. Okay, wo geht's dann hoch, wenn ich fragen darf? Hier irgendwo bestimmt. Auf die Wolke könnte man theoretisch... Ah, hier kann man zum Beispiel hochfliegen. Nein, ich hätte auf der Wolke draufbleiben sollen. Oder? Ja, wir kommen schon irgendwie hoch. Wir haben es vorhin auch schon geschafft, also werden wir es auch ein zweites Mal noch packen. So, weiter fliegen. Immer wieder die Fliegeleiste hier aufladen, da Mario anscheinend nicht so weit fliegen kann. Hoch. Und jetzt fliegt zum Stern. Vorsichtig, vorsichtig. Ja. Na dann, liebe Dudes, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part von Super Mario Galaxy. Und ich sehe euch im nächsten Part. Bye, bye.